Ich wollte nur mal ganz kurz hier gucken. Foba News. Wo ist denn unsere? Ach, die ist auf AA+. The Focal Point of Balance. New Players Showed Flock to this Tier. Ja, deswegen habe ich die natürlich genommen. Weil die new ist. Ja, ist gut. Ist gut, ist gut. Play Foba. Wir spielen nochmal. Diesmal möchte ich noch... Ich spiele die natürlich nochmal. Ich weiß nicht, ob man Erfahrungspunkte kriegen kann. Ich mache nochmal Champion Knowledge. Oder wir machen mal Champion Kit. Wir gucken mal, was wir kaufen können. So. Okay, gepickt wird ja nicht. Oh, das ist ganz gut. Ach so, ja, hier. Das ist der Midlaner. Das ist der Midlaner und das ist der Toplaner. Ah, okay. Also Toplaner ist nicht, es muss nicht unbedingt ein Tank sein. Das kann auch jemand sein, der einfach mehr aushält. So, wir machen das nochmal. Wir machen, ja, wir lassen das einfach so, weil wir gut sind, so. Okay, hau sie um, Tenshi. Ich werde derzeit nur etwas zu trinken gönnen. Ach, fällt gar nicht auf, ne? Okay, wir haben schon wieder gewonnen. Oh, diesmal habe ich eine bessere... Oh, das war aber diesmal ein knapperes Spiel, kann das sein? Your Team First Blood haben wir geschafft. Unser ADC, ha, da habe ich ihm geholfen. Wir haben wieder Fans bekommen. Midgame sah nicht so gut aus. Ja, aber wir haben es geschafft. Warum stehen ja nicht generell die Stats irgendwie? Wie viele Kills das Gegnerteam gemacht hat oder irgendwas? Wäre auch cool gewesen. So, wir haben jetzt schon 25... Wir haben schon Erfahrungspunkte. Können wir jetzt was researchen? Eine Rolle lernen. Eine spezifische... Oh shit, lerne ich jetzt eine komplett neue Rolle oder wie? Bin mir nicht sicher. Ja, ich schreibe mir jetzt irgendwas auf. Ah. Oh nein. Ich bleibe beim Support. Ich bleibe beim Support. Oder wird das jetzt verbessert vielleicht, das Support? 100%. Oh mein Gott, die Energie ist jetzt im Arsch. Oh, dann gehen wir schlafen. Wir können ja noch ein bisschen Foba, ein bisschen was angucken. Defensiv, ja, wir sind ja auch defensiv eigentlich. Deutscher wird Rang 4, der ist, scheint gut zu sein. Best Champions. Ah, der spielt leider nicht unser... Hier, der Akku X spielt unser Champion, nice. Dann watch mal den mal. So, dann schau mal zu hier, wie der spielt. Bevor es ins Bett geht. Learning! Yeah, geil, ich hab Learning, yeah. Ich weiß noch nicht genau, was wir lernen, aber wir haben auf jeden Fall was gelernt. Ja. Jetzt sind wir aber keine, jetzt haben wir keine Energie mehr. Dürfen wir jetzt noch was machen oder? Ach, wir müssen jetzt ins Bett gehen quasi. Wir können uns das Profil nochmal anschauen. Haben wir hier eigentlich schon was gelernt? Objektivkontrolle. Ich glaube, das hier war, glaube ich, alles gleich. Teamwork, ja, scheiß auf Teamwork. Best Champions, hm. Ich finde das ein bisschen schade, dass hier nirgendwo steht, wie gut man, mit seinem Champion, mit seinen Champions ist. Na, gehen wir mal ins Bett hier. Energie hochziehen. Rage kriegt man wahrscheinlich nur, wenn wir verlieren. Oh Gott, Tag 1. Oh, ich hoffe, es gibt kein Zeitlimit. Ich hasse so Spiele, wo dann ein Zeitlimit ist. Oh, eine Mail. Ein neuer Foba-Patch ist rausgekommen. Oh, krass. Was? Die haben eins meiner meistgewähltesten Items genervt. Scheiße. Na, mal gucken, ob da, ob das so gut ist. Was ist denn, wenn ich jetzt Foba-News lese? Gibt's jetzt, sind ja die Champions neu? Anders? Nee. Okay, noch nicht. Kann man bei Foba-News vielleicht auch sehen, was für ein Item die genervt haben? Natürlich nicht. Schade. Okay. Also, was machen wir denn da, Leute? Wir werden natürlich erstmal zocken, würde ich sagen. Zocken! Wir spielen wieder mit der, weil einfach, weil das ja so ist. Lass uns mal wieder Champion Knowledge machen, damit wir einfach mal das ein bisschen besser lernen. Aber es ist interessant, egal was wir uns einen Champion nehmen, wird ja eh nie gebannt. Passt schon. My Team, No Disengage. No Disengage Team, Balance Team. Scheiße. Wir haben kein Champion dabei, der einfach mal engagen könnte. Also, der den Teamfight anfängt, der einfach mal so reinjumpt und erstmal so ein Flächendamage an alle Gegner macht und die Gegner quasi dadurch engaged. Und wir anderen rennen dann hinterher und ballern mit drauf. Das geht leider nicht. Ich finde das gut, dass das gespeichert bleibt. Muss ich nicht immer wieder ändern, wieder einstellen. Ich bleibe einfach immer so. Wobei ich das auch mal abändern könnte. Vielleicht dementsprechend, was für ein Team wir haben vielleicht. So, ich bin voll der Profi-Gamer, Alter. Wir haben wieder gewonnen. 9-0 mal gestorben. Best Support ever.
21, ja gut, 9 Kills. Also 0-0-21, das wäre super gewesen. Spectator-Quote, Alberto Hutchinson hat 9 und was? Ach, die Botlane ist outplayed and dominated. Oh, schön. Unsere Botlane hat übelst durchgezogen. Das ist doch die Top-Lane hier, oder war das Midlane? Das ist Midlane. Das ist Top-Lane gewesen, okay. So, bester Spieler war unser ADC. Sehr schön. So, mehr kann man hier nicht machen. Wir können Fans ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Aber ansonsten können wir nur weiter kämpfen, kämpfen, kämpfen. So. Mal gucken, was die hier spielen. Das kann man leider nicht überspringen. Schade. Sonst hätte ich gleich weiter geballert. Oh, was? Full AD-Team? Was? Was haben wir denn für Scheiße gepickt? Wir haben nur Auto-Attack-Damage. Wir haben keine Magie-Damage. Das wissen die Gegner natürlich und können dann dementsprechend einfach die Magieresistenz einfach nicht kaufen. Die brauchen keine Rüstung gegen Magie, sondern stecken alle Rüstung bloß in normaler Attack. Das ist natürlich schlecht für uns, ne? Kann ich irgendwas machen? Vielleicht muss ich da mal... passiv-defensiv nicht. Passt ja schon so. Wir gewinnen das trotzdem. Ich bin Profi-Gamer. Guck mal an, wie ich da sitze und spiele. Ja, wie ein Profispieler. Na, eigentlich müsste ich noch näher rangehen. Haben wir ja gelernt von der Dreamhack. Als Profispieler muss man ja richtig in den Monitor reinkriechen. Wir haben schon wieder gewonnen. Ist ja easy, Mann. Alter, den richtig dominiert wieder mal. Ich habe 11 Kills. Ich bin so verdammt gut mit der. Ich bin einen guten Champion, haben wir ausgesucht. So, wenn ich 30 habe, kann ich was machen. Das heißt, wir machen gleich nochmal ein Spiel. So. Machen wir hier mal. Das hier würde ich gerne ein bisschen überspringen, aber das geht leider nicht. Das Spiel kann man komplett anscheinend mit Maus spielen. Interessant, interessant. Early Game Team. Oh, Full AD Team. Na, das können wir doch gewinnen. Komm. Wir dürfen... Also, eigentlich ist das gut, weil die ADCs, die werden erst im späteren Verlauf richtig stark. Ja, obwohl die sind am Anfang auch recht stark. Na, mal gucken. Aber ich sehe noch nicht rumschreien. Yeah, wieder gewonnen. Wieder 14 Kills gemacht. Alter, ich bin so geil. Entschuldigung, dass ich das sage. Alter Falter. Und wir haben wieder... Oh, ein EP fehlt noch. Ein fucking EP, Mann. Aber mir fehlt so ein bisschen der Feedback, muss ich sagen. Also, was das hier bringt. Was bringt das hier, aufs Champion-Limit zu gehen? Oder Fokus auf irgendwas? Finde ich ein bisschen schwierig, da ein Feedback. Weil man sieht nicht, was hat man jetzt gelernt in dem Schlacht. Ich sehe jetzt, dass ich habe EP bekommen. Aber ich würde gerne sowas sehen wie... No Damage Team? Was? Wir haben No Damage? Wie soll man denn gewinnen, wenn wir kein Damage machen? Werden wir ja mal sehen. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen, dass man sieht, okay, du weißt, du kennst jetzt deinen Charakter zu 5% mehr oder so. Du bist jetzt damit besser oder irgendwas. Nein, verloren. Ich habe trotzdem Fans bekommen. Ja, Best Player. Bin ich nicht ich? Warum bin ich nicht der beste Player, Mann? Ja, jetzt ging der Rage hoch. Wir researchen mal was, und zwar Learn Spezialität. Dann können wir nämlich ein bisschen mehr uns auf unsere Rolle als Supporter konzentrieren. Vielleicht kill ich da nicht mehr so viel. Alter, kannst du nicht im Internet... Oh. Become Expert in Special Area that shapes your playstyle. Ein Disabler, ein Dualist, ein Damager, ein Protector, ein Soaker... Ein Soaker? Verstehe ich nicht. Also ich verstehe einen Disabler, der quasi versucht, die gegnerische Magie abzubrechen, bevor sie ihre Skills zünden können oder irgend sowas. Dualist ist klar, Damager ist klar. Protector, der protected halt. Initiator bin ich nicht. Imbater? Was hat denn dieses Symbol damit zu tun, dass ich baite? Ich mache Protector. Ist Protector jetzt als Tank gemeint oder ist es eher als Lebenselixier, Heiler und so? Weil Soaker verstehe ich nämlich zum Beispiel gar nicht. Das saugt an. Hä? Ich mach Protector. Mal gucken, ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung. Supporter und Protector, das passt doch gut. So. Ja, wir sind schon wieder. Müssen wir wieder pennen gehen. Vielleicht kriegen wir ja wieder einen Brief. Wir haben schon 86 Fans, Alter. Mal, wie schnell das geht. An Tag 2 habe ich schon 86 Fans, Leute. Ach, so ein einjähriger chinesischer Boy, der ordentlich spielen kann, der zieht die Fans an. So. Monatliche FOBA World Rankings. AD Carry, Midlaner, Jungler, Midlaner, Midlaner, AD Carry, Support. Tenshi Yu, das bin ich. Der einzige Support hier drinne.
Aber wir sind übelst hochgekämpft. Waren wir es nicht mal 56.000? Boah, wir sind richtig gut. Gucken wir uns mal die täglichen die News an. Hat sich hier was geändert? Nur nicht, dass ich sehe. Wenn sich überhaupt da was ändert. Ab und Alter, guck mal, der hat seinen eigenen Kühlschrank hier direkt am... Fand ich aber ganz schön komisch gedreht, ne? Der liegt so im Bett und so, oh, ich hab Durst. Dann steht er so auf und macht so kurz den Kühlschrank auf und dann hat er was Leckeres zu trinken drin. So, Profil, Talente, sowas gibt's ja alles noch nicht. Karriere, ist jetzt mal irgendwas. Look for a team. Team Application Center, you will get an answer in a couple of days. Na gut. Ich möchte ja Team Noobs beitreten gerne. Ja, wir können ja wieder nur spielen. Im Profil steht ja, gibt's hier irgendwo noch vielleicht Rolle Support. Ach, Warding. Guck mal, Warding haben wir jetzt schon nur 7. Da war ja mal auf 0. Geil. Hä? Alter, warum sind die Stats auf einmal hier so oben? Hä? Ich bin total irritiert. War das nicht irgendwie auf 6 oder sowas? Jetzt ist das ja übelst hochgezogen auf einmal. Stand da nicht irgendwas mit 6 und so? Also ganz wenig? Jetzt sind da irgendwie übelst große. Ja, passt schon. Wir fighten wieder mal. Spielen ist das Beste, um zu lernen, Leute. Einfach spielen. Ich mach mal Teamwork. Ich muss mal gucken, wie Teamwork ist. Wir können das ja mal testen. Ich schaue mir gleich mal den Wert von Teamwork an. Dann machen wir noch ein Spiel, machen Teamwork. Und dann schauen wir mal, wie viel dazugekommen ist. Early Game Team, No Tank Team. Oh, die haben keinen Tank. Okay, wir sind Early Team, ne? Naja, aggressiv will ich nicht spielen. Ich mach doch passiv, obwohl... Machen wir mal normal, weil wir sind Early Team. Da würde ich schon mal ein bisschen eher reingehen. Ein bisschen aggressiver spielen am Anfang. Wenn wir ein Team sind, die halt am Anfang vom Spiel mehr Schaden machen, dann verlieren wir natürlich. Ich bin 16 Mal verreckt. Oh. Oh, wir haben richtig auf die Fresse bekommen. Oh Gott, wir haben ja gar nichts gerissen. Ja, 2 Fans. Plus zum Glück, nicht Minus. Okay. Ja, so viel zum Thema Teamfight. Na gut, wir gucken uns das Profil mal an. Wo ist Teamwork? Teamwork. 68. Haben wir einen Stern. 68. So, jetzt machen wir ein Spiel. 68. Okay. So. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Was haben die für einen hässlichen Support hier? Ich fand diese ganzen Viecher sehen echt komisch aus. No Damage Team, ne? Das passt ja schon mal gut. Wir machen wieder das Normale und dann gehen wir rein. 68 habe ich gesagt. Ich trinke nochmal was. Es tut mir leid, aber heute ist mein Mund trocknet heute immer zu schnell aus. Wenn ich das normalerweise mache, seht ihr das noch nicht. Ja, haben wir wieder gewonnen. Da haben wir wieder gewonnen. Easy. So 68, da bin ich mal gespannt. Profil. Immer noch 68. Team, hä? Team, einmal hier gibt es noch Team Fighting. Positioning. Ich meine, das kann alles nach oben gehen. Das sieht man ja nicht. Irgendwie da wäre so ein Infoscreen, so nach der Schlacht so. Mechanik um 1 gestiegen, Position um 1 gestiegen oder irgend sowas. So ein Feedback fehlt irgendwie. Warum gibt es hier kein Feedback, Mann? Oder sehe ich das einfach nicht? Was gibt es eigentlich zum Researchen? Ach, man kann ja auch gar nicht groß was researchen, sehe ich gerade. Practice with a champion for your role. Oh. Das ist ja was anderes als vorhin. Das heißt, ich kann mit einem Champion üben, der für meine Rolle ist. Dann wäre... Ach so, das ist dann wahrscheinlich auch das Learning. Hm. Na gut, wir brauchen aber noch ein bisschen was. Also wird nochmal gekämpft. So, machen wir nochmal Team-Dings. Weil da muss man sich halt immer drauf konzentrieren. Man muss aber auch konzentrieren, wie gut man seinen Charakter kann. Das ist echt schwierig. No disengage. Naja, wir kriegen das schon hin. Wir sind ja gute Gamer. Weil wir Gamer sind. Ah? Oder gibt es ja irgendwie einen Knopf dafür? Waren 6 Dings losbekommen. Hm. Wir sind auch leider nie topmäßig. Wir sind nie die Ersten oder so. Best Farmer, bester Player. Immer andere Leute, nur wir nicht. Ey, wir sind auch wichtig, wir sind Support. Hm. Ach, EP fehlt uns noch. Ich mach mal nochmal Watching. Hier, mit dem Champion da, da watchen wir doch gerne zu. Aber was lernt der jetzt zum Beispiel? Da kommt jetzt sowas wie Learning. So, Learnings. Aber was? Aber was? Mann, da kommt was hoch. Da kommt immer so ein, da ist ein Symbol dabei. Das ist so ein Blitz. So ein Blitzsymbol. Hm.
Oh, EP. Wir haben Haufen EP bekommen. Ist natürlich nice. Da können wir noch researchen, und zwar Master a Champion. So, dann können wir einen Champion mastern. Mal gucken, ob das auch was bringt. Achso, jetzt kann ich mir noch einen aussuchen. Den Champion hier bitte einmal. Ein Master Champion, mit dem man hier irgendwo rumschreibt. Ich schreibe hier manchmal auf, ja. Da bin ich jetzt besser geworden mit einem Champion, ja? Geil. 68. Ah, Best Champion. Ah, jetzt kann man hier wenigstens mal ein bisschen was. Was gibt's denn als nächstes zum Researchen? Ach, gibt's jetzt nichts? Erstmal gehen wir schlafen. Gehen wir mal schlafen. Ah, Gamer. Weißt du, Gamer schlafen. Gamer schlafen nicht. Tag 3. Und wieder eine Mail. Ingame PM vom Kita. Auch Kita schreibt uns. Easy Kill. Hä? Warum bin ich so früh in den Jungle gerannt? Ich hätte doch wissen müssen, dass der Gegner noch einen roten Pot hat, also einen Heiltrank hat. Easy Kill. And great start for me. Hä, warum soll ich als Support überhaupt den gegnerischen Jungle invaden? Naja, war ich halt blöd, ne? Bin ich halt reingegangen. Kann ja mal passieren. Das passiert dem besten Pro-Gamer mal, sowas. Ganz ehrlich, Mann. Das kann ja mal passieren. Aber echt, die EP-technisch komme ich von bei Watching, kriege ich da echt mehr rein. EP-technisch. Master is Champion. Okay. Das Streaming würde ich auch gerne mal machen, aber da müssen wir eh noch mal ein bisschen was machen. Kriege ich dann Geld oder so? Geld gibt's doch. Credits gibt's. Kann ich mir auch irgendwann mal was kaufen vielleicht? Hm. Wir werden es sehen. Oh, warte mal. Hey, Pick a Champ. Was war das andere? Oh, geiler Bug. Okay, wir werden uns noch mal ein bisschen auf unseren Charakter konzentrieren. Wir müssen erstmal lernen, bevor wir Teamfähigkeit machen. Team. Schwachsinn, braucht kein Schwein. Außerdem habe ich sowieso, ein gutes Teamwork eigentlich, weil ich ja am Anfang den guten Typen genommen habe. Class Cannon Team. Lol, alle verrecken. Ja, zum Glück haben sie einen guten Support dabei. Weil die sind alle Class-Kenner. Keiner hat irgendwie groß HP. Aber ich als Support. Heilen, 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 heilen. Ja, easy, Sister. Durch mich haben wir gewonnen. Durch mich, Mann. Durch mich. Auch wenn ich... Doch, hier. Best Player. Mein Team, der Supporter. Geil. Ich verstehe die Spectator-Quote nicht hier. Ey, hier Dotson, Age 16. Ohne mich wärt ihr ein Scheiß. Gibt's zu. Ohne mich wärt ihr Scheiße. Sehe ich jetzt hier mal noch den Balken? Der würde mich mal interessieren. Machen wir noch ein Spiel. Comfort Pick. Was ist das? Ah. Oh, das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Wobei das knopftechnisch die gleichen sind. Glass Cannon, no damage. Hau mal raus. Ah, Leute, das ist schön, Leute. Den ganzen Tag einfach FOBA spielen, bis man abends wieder ins Bett geht. Das ist cool. Nebenbei schreibt man sich vielleicht nochmal was auf. Aber im Prinzip. Vor allem, wenn man immer gewinnt, ne? Ist immer super. Ja, hier sind wir wieder nicht der Beste, aber was soll's. Wir haben Haufen XP bekommen. Damit können wir jetzt wieder researchen. Master Champion, wobei... Ja, müssen wir mal gucken. Die Energie. Ich weiß nicht, ob die Energie beim Researchen geht. Die, glaube ich, richtig weit runter. Ich glaube, dann machen wir noch einen Kampf. Machen wir mal die Stärke. Fokus und Stärke. Wobei ich trotzdem noch nicht genau weiß, was das bringt, weil es halt kein Feedback gibt. Das finde ich echt schade. Da sollten die Entwickler sich noch ein bisschen was dran mal rumschrauben. So. Beginnen. Ich bin einfach defensiv und so. Es funktioniert ja. Defensiv sein, auf die Chance warten, bis die Gegner einen Fehler machen und dann BÄM, rein in die Fresse. Und dann gewinnen wir schon. Ja. Ja, das liegt aber nicht an mir. Das war hier der Typ mit dem... Was ist denn das? Ist das der Top-Laner gewesen? Ich weiß es nicht. Das war der schlechteste Spieler überhaupt. Ja, war nicht so gut, ein bisschen geraged, aber wir researchen uns einfach noch Master Champion. Wobei ich mich jetzt frage, ob ich den gleichen Champion nochmal auswählen kann oder ob ich einen anderen auswählen muss. So, ich kann ihn echt noch auswählen. Aber das Interessante gibt es, es gibt ja noch andere Sachen hier. Tank ist das, Sustain ist das. Okay.
Ja, aber was bringt denn das jetzt noch mit anderen Champions? Das ist nämlich immer so eine Sache. Es gibt viele Leute, die haben alle Champions und spielen nur irgendwie mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Was ist daran so schlimm, einfach mit 1, 2 zu spielen?